Hey ho Leute, heute wieder ein Video zwischen Werkstatt und Grill. Ja, nicht das angekündigte Topfvideo. Gibt zwei Gründe. Einmal habe ich Besuch da, den ja, verfressenen hässlichen Seestern. Der ist Patrick, der ist mal wieder da mit seiner Freundin. Du behalt deinen Schinkefinger für dich. Ja, und zum anderen, ich habe vergessen ein paar Zutaten einzukaufen. Also du kannst gern auch herkommen und Hallo sagen. Ja, und wo machen wir das Ganze heute? Auf dem Leongard Santa Maria Grillaufsatz. Was machen wir? Wir machen ein leckeres Roastbeef vom Black Angus. Wo habe ich es her? Mein Steakshop. Ja, und dazu möchte ich jetzt gleich nochmal was sagen zu dem Aufsatz. Weil ja viele gegroschert haben, es wäre viel zu teuer. Also die Jungs haben sich jetzt schon einiges einfallen lassen, was sie geändert haben. Die finale Version ist soweit fertig. Die haben jetzt hier noch eine Arretierung drin für die Kurbel. Haben Einsparungen für Chorizo-Spieße oder wie das Zeug heißt und Drehspieße. Dann kann man den Deckel von der Weberkugel direkt drauf tun. Dann gibt es noch ein Griddleplate oder Feuerplatte. Das weiß ich jetzt gerade gar nicht so genau. Mit einem Wok-Einsatz dafür. Also ich muss sagen, die haben sich für das Teil ganz schön was einfallen lassen. Ja, das andere. Warum nehme ich das Teil eigentlich schon lieber als den Schwenkgrill? Ganz einfach. Hier verstellen wir nur die Höhe und mit dem Schwenkgrill, wenn wir hier gucken, habe ich hier ganz schön einen Fettrand hinterlassen vom Schwenken. Ja, und wie gesagt, das Teil betreibe ich hier auf meiner Terrasse, auf meinem Grillunterstand, unter meiner Hutze hier oben. Und es macht einfach Laune, auch wenn jetzt gerade ein kleines Gewitter aufzieht. Ich denke, ich werde hier trocken stehen. So, jetzt lassen wir es noch ein bisschen runterbrennen und dann holen wir unser Fleisch raus. Ja, Freunde, das Wetter hat sich halbwegs beruhigt. Autos ja in Sicherheit gebracht und hier haben wir unser wunderschönes Roastbeef. Ja, da werden wir uns jetzt wieder schön Scheibchen runterschneiden. Wo ist mein Mülleimer? Irgendwo da hinten. Ja, daneben. So, kann ich auch noch wegtun. Also habe ich extra draufgelegt, dass ihr auch seht, dass es wirklich ein Roastbeef ist. Und wir schnippeln hier uns jetzt wieder schöne Scheiben runter. Oh. Wie viel sind wir denn? 1, 2, 3, 5, 6. Nee. 5. 5 Leute sind wir. 5. Naja, ich schneide einfach mal drauf los. So, und was machen wir mit dem Ganzen jetzt? Schön einsalzen. Jetzt hauen sie alle wieder ab und lassen mich hier in meinem Elend alleine. Da haben wir das gute Original-Grillschausalz mit den Mörderflocken. Der verfressene hässliche Seestern schaut auch zu. Muss ja schauen, ob du das richtig machst. Natürlich mache ich das richtig. Glaube ich zumindest. Hoffe ich zumindest. Und wenn nicht, ist mir auch wurscht. Tja, Freunde. Und was essen wir nachher dazu? Ganz einfache Pommes. Man kann nachher noch Pfeffer drüber tun, wenn sie fertig sind. Oder dann anschließend noch das
Steakjuwel. Das habe ich jetzt auch dabei mal hergestellt. Und dann könnte man eigentlich das Ganze drüben schon auf den Santa Maria Grill tun. Tja, wie gesagt, wir haben da hinten alle Autos reingequetscht. Aber uns interessiert das hier. Und deswegen bleibt er mit der Cam hier. Und ganz ehrlich, mich würde die komplett überarbeitete neue Version von dem Aufsatz ganz schön bitzeln. Na ja, geht schon hin. Danke. Momentan kommt da so eine Hitze hoch, Leute. Da brauchen wir den noch gar nicht tiefer stellen. Hey, da kriegst du echt die Motten hier. Hammerhart. Was hier gegenüber normalen Kugelgrillen auf alle Fälle vom Vorteil ist, durch diese Kesselform zieht die Hitze auch wirklich hier hoch und bleibt hier oben drüber. Was ich eben festgestellt habe, dass bei dem Schwenkgrill ja die Hitze einfach irgendwie ja verpufft. Also hier haben wir wesentlich mehr Hitze als auf dem Schwenkgrill. Also eins, was für den Aufsatz hier spricht. Naja, kommen wir mal ein bisschen runter. Dann geben wir den ganzen mal ein bisschen Zunder schnell. Die Frage aller Fragen ist jetzt, was ist schneller fertig? Die Pommes oder das Fleisch? Ja, die Mädels haben ein bisschen gepennt, ich würde sagen, das Fleisch. Tja Leute, ich habe es jetzt gerade noch einmal umgedreht, dass wir von unten auch noch ein bisschen Farbe kriegen. Und wenn das Farbe hat, können wir eigentlich dann schon essen. Ob jetzt die Stückchen wegen den fehlenden Pommes nachher vom Gasrad ganz durch sind oder noch rosé, tja, das werden wir dann sehen. Ich warte jetzt auf alle Fälle, bis die Pommes fertig sind, dass das Fleisch warm bleibt. Maximal dann ganz da nach oben kurbeln. Ja, dann sehen wir uns nachher gleich, wenn wir das erste Stückchen anschneiden. Jetzt bin ich ja gespannt, wie doch das heute ist. Ja, hättet ihr mal die Pommes früher gemacht? Hättest du den Maul früher aufgemacht? Wow. Ah ja, ganz doch ist es ja noch nicht. Oder? Ja, schon ziemlich. Ja. Ja, schon ziemlich. Ha. Macht nichts, schmecken wird es trotzdem. Der Patrick schnappt sich jetzt auch eins. Und der macht heute unser Probiererchen. Hier könnt ihr noch das Steakjuwel drüber tun, wer möchte. Pfeffer ist auch noch kein drauf. Steakjuwel ist lecker. Und? Ja, zum Stöhnen auf. So, die nächste ist die Tanja. Dann haben wir heute zwei Probiererchen. Leider sehr lecker. Gut. Ja, Leute, dann würde ich mal sagen, ich esse jetzt auch und nachher sprechen wir noch ein Fazit. So Freunde, dann kommen wir noch zum Fazit. Wen haben wir denn hier noch alles rumsitzen? Ja, also ich täte mal sagen, dieses Mal habe ich es wirklich verkackt. Bis auf ein paar klitzekleine rosa Stellen war das Fleisch komplett durch, aber es passiert halt einmal. Und tja, wenn die Pommes nicht fertig sind,
holen wir das Fleisch nicht vom Grill. Selber schuld, hätte ich es früher gesagt. Verdammt, jetzt hast du es auch noch verraten. Ja, ich hätte vielleicht früher sagen sollen, dass es Fleisch bald fertig ist, dass die Pommes gemacht werden. Naja, gut, okay. Der Santa Maria Grillaufsatz, also wie gesagt, mit den Updates, was sie da jetzt noch alles gemacht haben. Ey, also mir hat das Ding wirklich gut gefallen. Ja, hat euch denn das Fleisch trotzdem geschmeckt, obwohl es total durch war? Ja, ja, war trotzdem war sehr fein. Einmal frei. Gut, halt, da jetzt. Einmal frei. Na, da habe ich ja da wenigstens Glück gehabt. Okay, Leute, das war's mit diesem kurzen zwischen Werkstatt und Grillvideo. Und morgen komme ich dann hoffentlich wirklich zum Topfen. Leute, wir sehen uns. Ciao.